Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Shrimp Paddle. Heute mit Einsaug-Schutzmaßnahmen für euren Skimmer. Viel Spaß! Ja, heute soll es mal um Einsaug-Schutzmaßnahmen für euren Skimmer gehen. Heute nehmen wir uns als Beispielmodell den sehr gängigen Eheim Skim 350, den haben somit die meisten zu Hause. Wirklich top Gerät, also ich habe mir jetzt auch schon relativ lang an meinem Mini Aquascape dran, bin sehr zufrieden damit. Auch so der Filterreinigungsintervall, Schwammreinigungsintervall hat sich jetzt mittlerweile recht gut eingestellt. Einziges Manko bei dem Teil, man kann es vielleicht hier schon anhand der Öffnungen erahnen, das Ding saugt alles ein, was so kleiner als ein Zentimeter ungefähr ist, also sowohl kleine Garnelen als auch theoretisch Jungfische und Babyfische. Ja, werkseitig gibt es da leider keine Schutzmaßnahme von Eheim. Es gibt von manchen anderen Anbietern, dass ich es auch mal erwähnt habe, diese Krone, so nenne ich es jetzt mal, gibt es aus dem 3D-Drucker mit feineren Schlitzen, durchaus auch eine Option, habe ich jetzt so nett in die Finger bekommen, aber schon mal auf Instagram auf Bildern gesehen. Bei mir soll es heute um zwei Varianten gehen, sind beides eigentlich auch Do-It-Yourself-Variante, die eine mehr, die andere weniger, so möchte ich es mal betiteln. Und zwar haben wir einmal meine Variante, Variante A, zeige ich euch gleich, was wir damit machen, und Variante B, ich hoffe, die Kamera stellt es halbwegs scharf, so ein kleines Einsatzgitter. Hier nochmal ein Dankeschön an den lieben Tim, einer meiner Abonnenten. Der hat mir das zugeschickt, sowas wird mit einem 3D-Drucker gemacht. Das ist halt das, was ich meine mit bedingt do-it-yourself geeignet. Also wenn man einen 3D-Drucker hat, dann kann man sich mit ein bisschen rumexperimentieren, sowas drucken. Wenn man keinen hat, hat man halt keinen. Aber es ist schon was, was man auch in einer gewissen Form zu Hause machen kann. Da ich zwei von denen habe, können wir jetzt schöne Fallbeispiel durchgehen. Wir gehen rüber an den Tisch, tun beide Varianten installieren und tun sie mal so ein bisschen gegeneinander testen, um mal zu gucken, ob eine vielleicht einen Vor- oder Nachteil hat oder je nachdem die andere. Schauen uns das dann am Becken an und geben dann nochmal ein kleines Resümee dazu. Danke auch nochmal an euch so zwischendurch. Ihr hattet mich nochmal angestoßen auf das Video von Aqua Addicted. Auch ein super Video. Die sind mit einem Armierungsgewebe hergegangen, haben innen drin praktisch wie so einen Schutzkorb gemacht. Auch eine super Variante. Aber ich denke mal, da wir alle Nährwert davon haben, wenn wir möglichst viele Varianten kennen, wäre es Schwachsinn, wenn ich das jetzt heute auch nochmal hier in einem Video vorstelle mit Marmierungsgewebe. Ist wirklich auch eine super Variante, aber ich möchte heute vielleicht nochmal zwei andere Sachen aufgreifen, die wir uns mal angucken können. Und dann könnt ihr letztendlich als Schluss für euch ziehen, was für euch zu Hause dann in eurem Aquarium das Beste ist. Ja, nicht mehr lang labern, wir gehen direkt mal rüber. So, hier sind wir auch schon am Tisch angekommen und bauen mal die beiden Varianten ein, die Variante B würde ich jetzt mal zuerst machen, da das die einfachere ist. Sprich, wir haben uns hier unseren 3D-Drucker-Einsatz gedruckt, beziehungsweise einen netten Bekannten, der ihn gedruckt hat. Dieser wird ganz, ganz simpel hier oben eingesetzt. Hat sich mir jetzt nicht so 100% erschlossen wie rum, weil du hast hier auf der einen Seite eine gekrümmte Seite, auf der anderen die flachen. Ich habe es jetzt einfach auf die Flache drauf, war halt für mich so die logische Schlussfolgerung, wenn du hier die Senke drin hast und die läuft trotzdem eine Garnele von oben rein, bleibt sie eher hier drin hängen als auf der flachen Seite. Deswegen, das wird dann einfach hier so reingedrückt und schon sitzt das Ganze sauber hier drin. Für die Variante A müssen wir das Ganze wieder rausmachen. Für die brauchen wir ein bisschen mehr und zwar zum einen handelsübliches Fliegengitter, kann entweder Nylon sein oder andere Poly-Kunstfaser-Varianten oder auch die teure Variante. Das Zeug gibt es auch aus dünnem Edelstahldraht und Aluminiumdraht, das wäre auch noch eine Option. Die Variante auch relativ simpel. Brauchen wir einmal so ein Stückchen von dem Fliegengitter, ruhig ein bisschen zu groß abschneiden, das ist nicht das Problem. Dann haben wir einmal hier so ein Fetzen. Zusätzlich brauchen wir dann noch Kabelbinder, ich habe mir jetzt mal zwei Stück beiseite gelegt, wobei der wahrscheinlich ein Ticken zu kurz sein könnte. Ja, der ist zu kurz. Machen wir den großen. So, dann gehen wir her und ziehen das Ganze hier straff oben drüber. Auch gucken, dass wirklich alle Seiten verschlossen sind und alle Seiten möglichst stramm, sage ich mal, anliegen. Ist ein bisschen Gefriemel.
könnte man fast noch eine dritte Hand dazu gebrauchen. So sollte das Ganze dann im Idealfall aussehen. Und dann macht ihr gerade untenrum einen Kabelbinder. Den Kabelbinder nicht gleich auf Teufel komm raus festziehen, denn währenddessen, gerade auch wenn ihr das alleine macht, sich noch was lockert, könnt ihr es dann noch mal ein bisschen nachziehen. Deswegen nicht gleich so knackefest machen. So, jetzt haben wir zum Beispiel hier eine kleine Stelle, wo es ein bisschen durchhängt. Das ist unproblematisch. Zack, schon sitzt es drunter. So, nochmal straff ziehen. Und jetzt können wir das Ganze endgültig festziehen. Natürlich muss man ehrlich dazu sagen, dadurch nehmt ihr euch ein bisschen Pufferraum weg. Sprich, wenn ihr euren Wasserstand nicht regelmäßig nachfüllt und das Ganze relativ weit nach unten hin absinkt, habt ihr einfach das Problem, der Kopf kann nicht mehr bis 100% nach unten gehen. Da verliert ihr jetzt effektiv, lasst es 4-5 mm sein. Aber da ich das Ding eh meistens auf maximalem Abstand betreibe und hier Abschwankungen von ca. 30-35 mm mitmachen kann, sollte das definitiv nicht das Problem sein. Ja, jetzt gehe ich im Prinzip nur noch her, schneide das Ganze einmal hier außenrum sauber ab, schneide den Kabelbinder übrig ab und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, und so sieht das Ganze dann auch schon fertig aus. Schön clean, hier unten nicht zu knapp abschneiden, darf ruhig ein bisschen unten rausstehen. Das Gitter liegt überall rundum sauber an. Und so können wir das Ganze jetzt, beziehungsweise beide Varianten drüben im Becken mal zur Probe einsetzen. So, jetzt erstmal zur Relation der Normalbetrieb, sprich komplett ohne Einsatz. Ich fahre den in dem Becken jetzt aktuell so circa auf zwischen einem Drittel und Hälfte der maximalen Pumpleistung. Da unten ist ja so ein kleiner Schieber drin, womit man die Pumpmenge regeln kann. Deswegen seht ihr auch, dass das Gimmer-Oberteil nicht so extrem zur Wasserlinie hin angesogen wird, sondern nur ganz leicht. Das muss ich jetzt halt einmal noch testen im Vergleich zu den beiden Wechselvarianten. Als erstes würde ich sagen, machen wir jetzt mal den kleinen 3D-Drucker-Einsatz rein und gucken mal, wie sich das Ganze damit verhält. So, jetzt haben wir den 3D-Drucker-Einsatz drin, was man schon sehen kann. Das Skimmer-Oberteil geht von der Wasserlinie her, so möchte ich es mal betiteln, ein bisschen niedriger, aber hat trotzdem oben drüber noch einen sauberen Abschluss. Was halt jetzt ein bisschen fehlt, ist der starke Sog in der Mitte. Man hat ja wie so einen ganz leichten Wasserfall, der hier zur Mitte hin runter geht. Aber man sieht auch immer noch, dass so Staubpartikel und sowas, die hier auf dem Wasser herumtreiben, dass die hier mit eingesogen werden. Also das funktioniert soweit tadellos. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte den vorher schon mal in Betrieb gehabt und auch mal ursprünglich mal andersrum, das sprich die Senke zur Mitte hinging. Und dann hatte ich den Effekt, dass das Ganze ungefähr so stand. Und dann hatte ich nicht wirklich mehr einen Skim-Effekt, weil er hat letztendlich mir ja nichts mehr von der Wasseroberfläche weggenommen. Aber so mit der glatten Seite nach oben funktioniert das Ganze tadellos. Muss halt in dem Fall wirklich ehrlich sagen, irgendeinen Tod muss man sterben. Wenn man jetzt hergehen würde und würde die Schlitze hier wieder größer machen, wäre wahrscheinlich der Wassersogeffekt wieder stärker und wir hätten wieder diesen Effekt, dass so ein schöner Wasserkegel reinläuft, wie so ein kleiner Wasserfall. Dann habe ich aber wieder das Problem, mir gehen die ganzen Junggarnelen rein. Hier jetzt mit der engeren Variante habe ich praktisch den optimalen Schutz für meine Tiere, habe aber halt den Effekt, dass er nicht so extrem stark wie normalerweise hier umsaugt. Aber trotz dessen, man sieht ja, er pegelt sich immer wieder über der Wasserlinie ein und nimmt das Ganze noch auf. Und jetzt probieren wir mal noch zum Vergleich die Selbstbauvariante. So, das ist jetzt die Fliegengitter-Variante. Wie ihr sehen könnt, er hat dadurch, dass wir hier recht viel Gewicht einsparen, wieder fast die originale Standhöhe, wie vorher komplett ohne. Er pegelt sich auch wieder ohne Probleme ein. Vorteil, den ihr hierbei habt, ihr habt auch in der Mitte wieder, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera halbwegs erkennen kann, ihr habt auch wieder diesen Wasserfalleffekt, also sprich, er zieht wieder stärker das Ganze rein. Kommt halt wirklich hauptsächlich davon, ihr habt hier ein sehr, sehr dünnes Netz, wo wirklich viel Wassermasse durchgelangen kann und letztendlich auch hier innen drin reingehen kann. Natürlich muss man ehrlich dazu sagen, ihr habt dann den Effekt, dass größere Partikel oder wenn ihr zum Beispiel auch eure Pflanzen zurückschneidet, dass das Ganze hier außenrum dann hängen bleibt. Bei der anderen Variante, wo ihr den Korb letztendlich hier oben drauf habt, sammelt sich der ganze Pflanzenrest dann oben drauf. Ihr könnt ihn so runterpicken, hier sammelt er sich dann halt letztendlich außenrum. Macht nicht einen Riesenunterschied, aber ich muss wirklich schon sagen, die Fliegengitter-Variante, bin ich echt positiv überrascht, funktioniert sehr, sehr gut.
auch so mit dem Spannen, auch wenn ich das Ganze jetzt mehr nach unten hin mal betrachte, ist wirklich eine saubere Lösung. Und so als langwieriger Einsatz, denke ich mal, dürfte es das auch für die meisten tun. Die 3D-Drucker-Variante ist definitiv auch eine sehr, sehr schöne Lösung. Aber man muss halt ehrlich dazu sagen, man hat nicht immer einen im Bekanntenkreis, der einen 3D-Drucker hat. Es gibt zwar mittlerweile auch in Baumärkten den Service, dass ihr solche 3D-Druckdateien anlegen könnt und die praktisch zu eurem Baumarkt bringen könnt. Und die drucken das dann so im zentralen Werk für euch aus und schicken das euch zu. Da muss man halt auch ein bisschen die preisliche Relation sehen. Also ich sag mal, so ein ganz, ganz billiges Päckchen fliegen geht da bezahlt ihr im Baumarkt so circa 2-3 Euro für. Lasst ein Kabelbinderpäckchen mit 100 Stück auch nochmal 2-3 Euro kosten und ihr habt die komplette Nummer hier durch und alles passt. In der Relation, klar, ein 3D-Drucker kostet erstmal was in der Anschaffung, wenn ihr ihn dann aber habt, die Filamente, die Kosten dafür sind an sich überschaubar, aber wenn ihr zum Beispiel so einen 3D-Druckservice nutzen wollt, sind das doch schon wieder ein bisschen höhere Kosten. Aber so würde ich sagen, können wir definitiv unseren Skimmer Garnelen sicher machen für alle möglichen Becken. Ja. So, das soll es dann auch erstmal wieder für heute mit dem Do-It-Yourself-Video gewesen sein. Ich denke, ein relativ praktikables Ergebnis könnte man so sagen. Also ich denke, das werde ich auch so jetzt erstmal in dem Becken lassen. Zur Gegenprobe halt gegen den 3D-Druckeinsatz, den hatte ich ja jetzt schon mal längere Zeit drin. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch bei euch eine von den beiden Varianten schon in der Form verwendet. Ansonsten auch, wenn ihr andere Varianten bei euch habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht, Leute. Aktiviert die Glocke. Und wie immer, schönen Sonntag noch und ciao. Bis dann.